JobTester.com für 2153. Und jetzt soll es gehen um Ostereier. Genau, und zwar natürlich die schon bemalt worden sind. Genau, Goldei, Ostereier. 6 gekochte und Eier. Okay, Zutaten, Eier und die 4 Farbstoffe. Ja. Und das Überzugsmittel ist etwas, das nennt sich Kupal. Und es ist ohne Gentechnik gut zu wissen, dass die Hühner noch nicht manipuliert worden sind. Genau, jetzt bringe ich erstmal Ordnung ein. Hier auf der Innenseite steht noch irgendwas. Das könnte ich ja mal zeigen. Goldei-Erzeugungsverbund. Gold-Ei.de. Unverletzte Schale. Ach, man soll das bei Kühlschranktemperaturen aufbewahren. Finde ich ja auch komisch. Aber am Supermarkt darf es so rumstehen. Sieht irgendwie lustig aus. Ich drehe nochmal um jetzt. Das sieht so aus wie Munition, oder? Irgendwie Raketenköpfe oder so. Genau, jetzt pelle ich das hier mal ab. Ja, dieses ist auf alle Fälle cool, das färbt nicht durch. Genau. Ah. Ja, genau, wasch dir das Ei dann nochmal ab. Man muss das, ich erkläre euch, wie man das. Man muss die Haut, genau, die Haut gleich mit ab, dann ist es einfach. Und jetzt wasche ich erstmal nochmal. So, jetzt Urologe, jetzt gucke ich, ob mit den Eiern alles in Ordnung ist. Genau. Ja, ist alles in Ordnung. Jetzt esse ich es mal so. Ja, schmeckt irgendwie eklig. Etwas Salz. Also ich bin auf alle Fälle ein Fan von Frischkochen. Ich finde, die kriegen so einen komischen Beigeschmack. Ich habe das nicht ausprobiert, wie lange man Eier rumstehen lassen kann. Weil ich so. Ja. Typisch eimäßigen, starken Beigeschmack bekommen. Wahrscheinlich wie Fisch. Ne? Das ist dann auch nicht gut, wenn Fisch zu stark nach Fisch. Ich gebe mal Draw. Also. Ich gebe Draw, weil die Eier nicht abgefärbt sind. Genau. Ja, was macht ihr zu Ostern? Feiert ihr Ostern gar nicht? Färbt die Eier selber. Was gibt es noch? Kauft ihr solche Eier? Oder die dritte Option: feiert ihr Ostern, aber komplett ohne Eier? Genau, lasst mich das wissen. Ansonsten gehe ich auf. Jetzt muss ich husten vom Salz. Geht's aber mit Englisch. So, this was Easter eggs again. And last time had the golden Easter egg. And this company is also called the gold egg. Yeah, and it's like the something called Kupal. Here we got the colorings, the E's. And yeah, kind of fancy. Looks like warheads of missiles or something. Looks good. The problem, they say it stays in the supermarket, it stays like on a normal shelf. They say now you should do it like in the fridge. The problem I have, the good thing I have with this egg is, yeah, now I'm making it wrong. I have to like taking the skin alongside. Now I'm peeling without the skin. And I just said the color doesn't come through, and then this. I want the skin now.
And the bad thing, I think, if like a cooked egg stands around for too long, it starts more and more to taste like egg, like the nasty egg flavor, like fish. I think like similar to fish. And oh, I don't want to peel off anymore. Yeah, and what do you do to Easter? Do you celebrate Easter at all? Do you take eggs like this? Don't you take an egg at all? Or do you color the eggs yourself? What do you think about this rainbow color? Yeah, I don't want to cut anymore. To peel off, I'm cutting now. Oh God, what I'm doing here? And here we got the egg. Yeah, everything is fine. So I think that was the review. Thanks for watching.